Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Wir haben jetzt hier nun meine zweite Video von einem dreiteiligen über Sailor's Home Irish Whiskey. The Haven habe ich probiert. 43% Non-Chilled Filtered habe ich vergessen zu erwähnen. Triple Distilled, Single Pot Still, nicht meine Welt. Wir haben jetzt hier, was wir heute probieren werden, The Journey Irish Whiskey. Auch non-chilled filtered, auch 43%. Ich komme gleich dazu. Was hier wichtig ist und womit ich mein drittes Video haben werden, ist eine 10 Jahre alte Irish Whiskey, The Horizon. So, womit möchte ich gerne jetzt hier das vergleichen? Ich werde gleich auf den Tisch schmeißen, The Irishman Caribbean Cask Finish Founders Reserve, 46%, also not chill filtered hier. So, warum tue ich das? Ich tue das ganz bewusst, weil diese Flasche hier tatsächlich ein Finish hier bekommen hat in Rum. So, wir haben ein Irish Malt Whiskey finished in Jamaican Rumfässern zusammen mit Irish Whiskey, die erst seit in Virgin American Eiche und danach in amerikanische Bourbon Fässern verbracht hatte. Farblich ist schon cool. Was mir fehlt auf diese Label hier, ist Natural Color. Da steht zwar Triple Cast, ja genau, Triple Cast, Triple Distilled, Non-Chilled Filter, aber kein Farbstoff wurde hier erwähnt. Ja, die Flasche ist so neu, die muss ich jetzt hier aufmachen. Das habe ich tatsächlich als Set hier verteilt. Wir haben hier mit zu tun mit einem Geschäftsmann dort in Limerick. Der ist zusammengekommen mit einem Veteran der Irish Whisky-Industrie. Das ist Dr. Jack und die haben diese Whisky hier kreiert. Allerdings leider ohne Altersangaben. Der Einzige, der Altersangaben hat, ist der 10-Jährige, den wir danach verkosten werden. Ich kann nur vermuten, dass das wahrscheinlich Great Northern Distillers Whisky hier ist. So, wo sind wir preislich? So, bevor ich das dazu komme, ich muss das auch noch hier einschenken. Ich reden und einschenken, irgendwie geht das nicht perfekt. 43% hier. So, The Journey, nicht wahr? Genau. Whisky Base Nummer 167982. Wir sind hier bei ungefähr 31 €. Also eher billig jetzt hier unterwegs. Auch die Explorer Serie ist das, die sind drei Stück. Virgin American kriege ich ein bisschen in der Nase. Diese amerikanische Bourbon kriege ich nicht. Die Frage ist, kriege ich diese Rum hier, diese Momente? Okay, besser als denn hier, was ich gerade hatte. Ich muss die Namen mir merken. The Haven, also Hafen. Haven gefällt mir echt nicht, aber The Journey könnte ein Billig-Whisky-So-Ersatz sein. So, 31 €. Hier sind wir tatsächlich bei 50 €. Ja, also hochwertig. Hochwertiger, muss ich schon sagen. So, Irishman ist immer eine Mischung von Single Pot Still, wie auch den Single Malt denn zusammen. Eine Nase, viel angenehmer, viel weicher, ein kleines bisschen mehr Zuckerwatte da drin. Hier Holz, also Sägemehl, Tischlerei. Diese Virgin Oak-Moment kommt hier sehr, sehr deutlich durch. Hinter diesem Eiche-Moment habe ich einen malzigen Moment, da habe ich leicht karamelligen Moment. Und da habe ich auch noch hier eine Süße. Kann das der Rum sein? Ich weiß es nicht. So, ich sollte jetzt hier tatsächlich Butterscotch, also jetzt hier karamellige Noten, dunkle Rum wie auch getoastete Eiche sein. Ja. So, cheers. In meinem ersten Video habe ich ein bisschen da über Dr. Jack geschnackt.
Hat auch viele Jahre hier für Pierce Lions gearbeitet. Wenn man schon nach Dublin hinkommt, bitte Pierce Lions aufsuchen. Ja, St. James Street, in dieser alten Kirche haben sie die Brennerei gebaut. Wahnsinnig cool. Und er hat diese Anlage damals, bevor die Kirche fertig war, schon aufgestellt und da betrieben damit, tatsächlich alte Whisky da ist in Schottland. Eigene Sache, damit man das verkaufen kann, nachdem dass ja die Kirche und auch die neue Distillerie fertig war. So, Albe Import hat diese Marke übernommen. Warum, weshalb, wieso? Naja, die haben wenig Irish dabei. Bisher war die The Quiet Man, deren Irish Produkt, da wird sehr ruhig um den Irishman. Die wurden auch ein bisschen vom Lexco mit aufgekauft und jetzt wird es vernachlässigt. Ob da tatsächlich neue Sachen da benutzt werden, weiß ich nicht. So, Vermählung aus Irish Malt Whisky und Irish Grain Whisky. Und der Grain wurde zuerst in amerikanische, frischen amerikanische Eiche ausgebaut und dann bekam es ein Finish in Fresh Bourbon Barrels. Oh, das wusste ich nicht mit Fresh. Okay. Cheers. Also dieser Whisky erinnert mich an diese Whisky hier, allerdings nur verdünnt. Single Grain Whisky von Mareike, das war ihre Sonderabfüllung 2020 für Irish Whisky Wochenende. Und sie hat Virgin Oak genommen, Single Grain. Und sie hat das in ein Recharred Cask getan. Deshalb auch diese krasse Farbe da drin. Da kommt der Rumende durch. Oh ja. Also, so sehr ich den Haven nicht gemocht habe, umso mehr mache ich hier unser Journey. Also, ich habe am Anfang gesagt, ja, Dr. Jack, warum hast du deinen Namen auf diese Marke draufgetan? Bei diesem Produkt verstehe ich das sehr. Also, das ist meine Beuteschema. Also, wer Woodford Reserve Double Oak zum Beispiel gerne hat, wer diese Eiche im Moment gerne hat, ist hier absolut richtig. Wer hier unser Jameson Black Barrel gerne hat, ist hier richtig. Denn da kommt diese Süße noch dazu. Die 43% sind super. Also, es ist ein gefährlicher, süffiger Trinkwhisky, finde ich. Also, ihr merkt, ich werde hier langsam wach. Und das finde ich hier absolut Beuteschema. Bam, boom, genau. Nuncho-Filter, tolles Mundgefühl da drin. Braucht kein Wasser, ist absolut richtig. Und für den Preis, also 31 Euro, ist da für einen neuen Irish Whiskey, obwohl beide jetzt hier unabhängig abgefüllt sind. Das heißt, die produzieren selbst nicht. Hier könnte man sagen, die haben mal in Auftrag in eine Fremdküche produziert, eine fremde Distillerie. Aber ihre eigene Distillery Royal Oaks, bevor ihr Produkt fertig war, sind die auseinandergegangen. Das heißt, da ist immer noch hier hauptsächlich vom Irish Distillers. Das heißt, da ist Middleton hier drin, sehr stark. Vielleicht ein bisschen Bushmills, wer weiß. Also, sehr viel frische Eiche. Ich mach das. Ich war früher Tischler, also, schöne Moment. Und diese Finish am Ende. Also, ich würde sagen, 80% Grain, 20% Malt. Also, da ist dieses Rum-Moment denn da. Echt gut. Bisher nicht unbedingt die beste Benotung hier bei Whiskey Base. Nur 5 Leute haben überhaupt Benotungen abgegeben. Also tropische Rumfrüchte im Moment gibt es, also eine etwas längere Finish. Also genau, Molasses ist es am Ende. Genau das ist diesen Moment, was ich hier habe. Diese Zuckerrübensirup, diese Molasses. Absolut ausbalanciert, also 3 plus. Preis-Leistung. 3 plus. Ja. Also, absolut hier richtig gut.
Auch hier der Korken, das interessiert mich momentan. Also es ist echt wirklich hier schön. Also kann man noch ein bisschen Sailor's Home hier sehen. Auch da mit ein bisschen Streifen da drauf. Schönes Corporate Design. Also die Menschen, die auf der Suche sind, die Menschen, die hinterfragen, die Entdecker, die Abenteurer sind alle hier erwähnt. Die haben sich nach Sailor's Home, dieses Seemannheim, dort in Limerick genannt. Also sehr gut. Schauen wir mal, was danach kommt von denen. Ob das eine einmalige Geschichte war. Ich hoffe nicht, sondern ich hoffe, die kriegen nochmal eine neue Serie zusammengestellt. Ich gehe ganz kurz hier zu The Irishman. Ist tatsächlich auf meiner Liste von Samples. Unten findet ihr einen PDF-Link. Viele Links findet ihr. Also hier, ja, aber da ist eindeutig so dieser leichte Säuremoment da drin. Da ist leichte diese Buttersäure, dieser Babykotze-Moment hier mit da drin. Weil ich hier gar nicht. Und das ist hier ein runderer Produkt für mich, aus meiner Sicht, als denn das hier. Das versucht dieses etwas noch nicht ganz fertigen durch den Rumfässern hier in eine gewisse Richtung zu drängen. Ich finde das hier wesentlich harmonischer als das. Um das zu bestätigen, komme ich nochmal hier zurück und schau mal, was denn damit passiert. Liebe Leute, also hier von vielleicht Albe Import, also Didi oder wer auch immer hier zuschaut, bitte diese Wunsch weitergeben, Natural Color irgendwo aufzuschreiben. Das wäre mein Wunsch, falls das tatsächlich ist. So, Product of Ireland. Sehr gut. Was ist das für ein Symbol hier drauf? Ah, jetzt habe ich verstanden. Also, ich versuche mal, das hier in der Kamera zu halten. Warum ist so still? Genau, das erste ist nicht Autofahren. Das zweite ist nicht schwanger damit sein. Und das dritte ist dann Please Recycle. Die haben tatsächlich keinen grünen Punkt drauf auf dem Label. Meines Wissens nach muss man das auch noch nicht mal. Also die Hersteller müssen das System reinzahlen, damit wir Kunden tatsächlich das dann abgeben können, damit es recycelt werden. Und da gibt es irgendeine Grenze, ob das 4.000 oder 40.000 Flaschen oder wie auch immer ist, bevor man da in dieses grüne Punktsystem da aufgenommen werden muss. So, ich probiere mal. Schön. Wer den Irish Whiskey Wochenende Ding hatte von Mareike, wird hier wunderbar. Und ein Rumfinish dazu wird total zu Hause sich fühlen. Allerdings trinkt stärker. Tendenz 3 plus plus 2 minus minus. Gefällt mir. Okay. Wieder versöhnt mit einer Marke. So schnell geht das bei mir. Sailor's Home, The Haven vermeiden. Sailor's Home, The Journey. Tatsächlich dort aufsuchen. Und was mit der Sailor's Home, The Horizon so ist, 10 Jahre, werden wir gleich als drittes und letztes Video hier gemeinsam entdecken. Alles Gute euch. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Denn dort wurden die Flaschen da geteilt, wurde angeboten. Und da waren ein paar Reste über, findet ihr auf meine PDF unten da mit meinen ganzen Samples. Wir sehen uns jeden Tag hier um ungefähr 17:30 Uhr und wir sehen jeden Sonntagabend um 21 Uhr. Bis dahin, Whisky Jason. Ciao.